Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Da Vinci's Verschwinden. Natürlich haben wir schon einen Kardinal auf einem Pferd gesehen, aber reitend habe ich den noch nie gesehen. Also, weil da ja so wir uns haben. Dumm, ich kann kein Deutsch. Weil wir uns da ja gebattelt haben mit diesen Wachen und mit denen gekämpft haben, ist er halt vor Angst da weggeritten. Aber ich glaube, so einen schnell reitenden Kardinal habe ich noch nicht gesehen. Immer nur so welche. Aber naja, wir wollen die Gemälde haben und starten deshalb die Sequenz. Patrizio. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizio. Ah, die wollen es auch haben. Und warum fliegt da einer hin? Vielleicht ist dieser Typ, der auf der Stelle läuft und dann hinfliegt. Die sind cool. Okay, Memento Mori. Lucrezias ehemaligen Liebhaber Patrizio. Ey, wie viele ehemalige Liebhaber hatte die bitte? Egal. Verfolgen, um das Gemälde von Leonardo zu finden, das sie ihm gab. Bei der Verfolgung nicht die Dächer benutzen. Ja, das... Diesmal ist es umgekehrt. Immer so nicht die Boden berühren, aber diesmal sollen wir nicht die Dächer benutzen. Naja, hier sind viel... Oh. So ein Typ haben wir aber auch... nicht gesehen. Naja. Hier sind genug Kardinäle, die uns... Also in anderen Farben. Das ist ja fast genau derselbe Typ, nur in anderen Farben. Ah, dieser Hermetiker da. Was gibt es, Signore? Nicht hier. Okay, die halten die so auf und so. Okay, wir dürfen 30 Sekunden nicht die Sicht verlieren. Ein Händler. Gut, dann sterben. Ey, geh weg. So. Schnell wieder hin. Wo ist er? Wo ist er? Ah! Hier, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße, oh, scheiße. Deckt mich. Ich muss hier irgendwie... untertauchen. Fuck, die gehen doch noch hier hin. Hä? Warum gehen die jetzt einzeln? Ach so, der hat gesehen, dass sie tot sind. Schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren, aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Ah, deswegen heißen die auch Hermetiker wahrscheinlich. Die glauben an Hermes und so. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucrezia begegnet. Okay, die gehen hier lang. Alles klar, mal gucken, wie das so ausartet. Also ab jetzt ist alles blind, wirklich. Ey, geh weg. Ich will nicht deine Kiste runterschmeißen. So. Okay, mal gucken, wo die hingehen. Das wollte ich genau nicht machen. Die laufen auch immer rein, ey, Mann. So, what the fuck? Warum muss der arbeiten? Egal. So ein Typ trägt eine Kiste, ey, wie hart. Ah, ja, okay. Da ist wahrscheinlich... Oh, nee, das wieder... Da gehen die jetzt rein, da müssen wir wieder außen rum und alles, bla. Checkpoint erreicht. Okay, dürfen wir die töten? Also diese Wachen hier und... Also niemanden töten ist ja nicht das... Ziel. Töten die so und folgen denen dann weiter, würde ich sagen. Ja, klingt doch nach einem Plan. Okay, nicht auf den Dächern. Ich wollte gerade nämlich. Aber passt schon alles. Nicht den Boden berühren oder nicht auf die Dächer. Ist doch alles dasselbe. Wow. Fuck. Ja. Ich wollte gerade eigentlich in die Gruppe da vorne da rein gehen, aber da habe ich gedacht, nee, dann doch nicht. Und ja, das war dann scheiße. Egal, wir haben ja noch genug Zeit und so. Ach so, diese andere war, ich glaube, Francesco Colonna, der die Gemälde hat. Und dieser Patrizio halt, hat uns wirklich ja gesagt, haben beide zwei Gemälde, oder? Ach so, ich kann meinen Dings gar nicht einsetzen, meinen Fallhagel. Hat sich gar nicht wieder aufgefüllt, also habe ich doch keinen Checkpoint erreicht, ey. So, okay, da gehen die jetzt lang und dann warten die da nochmal. Also gehe ich diesmal hier rum. So. Ja, so, zack. Und dann gehe ich hier rum und... Ah, nicht auf die Dächer.
Verdammt, ich muss hier irgendwie... Ich muss hier irgendwie wieder sehen können. Hier lang. Und da kommt sie dann... Ja, okay. Schnell hier rein. Ey, lass mich durch. So. Okay. Zum Glück war da auch ein Checkpoint, sonst hätte ich geschnitten. Aber so... Ist alles okay. Okay, rennen die jetzt? Nö, die laufen irgendwie super schnell jetzt. Hä? Was ist los? Verdammte Bauern! Kommt mit mir! Hä? Oh! Die drehen einfach um. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hier. So. Jetzt geht er genau hier hin. Wartet mal, vielleicht kann er im Heuhaufen drin sein. Ja, okay, doch nicht. Hä, wollen die irgendwie nicht... Was wollen die mit Bauern? Was waren da gerade? Ich habe die Szenerie nicht ganz beobachten können. Ah, hier sind wir, okay. Ja, also haben die irgendwie... Haben die Bauern den Weg versperrt oder was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Hey, warum könnt ihr mich jetzt auf einmal sehen? Irgendwie dumm. Egal. Okay, folgen wir mal weiter hier. Und da ist das Ziel, oder? Nö, doch nicht. War ja klar. Ha, so sieht er uns nicht, aber wir ihn. Bam, gute Taktik. Okay, wir können wieder den Pfeilhagel einsetzen, wenn wir wollen. Aber ob das immer die beste Lösung ist? Naja, okay, da drin vielleicht. Jetzt bleiben wir noch mal kurz davor stehen. Nein, okay, doch nicht. Warum hat er die da versteckt? Irgendwie dumm, egal. Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Okay, sie wissen wahrscheinlich auch, dass da so Hinweise drin sind von Leonardo. Natürlich. Erciole Massimo. Wer ist das denn? Adligua und Hermetica. Naja, ich lese mir dann wieder offscreen durch. Krank. Und soll ich ihn töten? Den Jünger der Ruhe verfolgen und eliminieren. Aber jetzt darf ich wieder die Dächer benutzen, alles klar. Oh, das ist aber super schnell irgendwie. Entfernung zum Ziel verringern, Alter. Ja, Alter, wie... Krank, Mann, wie soll ich das machen? Das... Mann! Der ist super schnell. Okay, ich soll den aber einfach nur töten. Ich kann ja auch meine Armbrust und so benutzen, oder meine... Assassinen eigentlich. Also richte ich mal meine Armbrust aus. Och, toll, jetzt kommt der Typ an. So, 2 von 5 Gemälde gefunden. Ja. Zum Glück darf ich hier meine Pistole und meine Armbrust besitzen und mit denen auch töten. Den Vatikan wird zurück verlassen, ja. Alles klar. Wie immer. Irgendwie. Okay, und ich glaube, dieses Konzert hat man da nicht gehört und so, also kein Ding. Die spielen da zwar immer noch, aber egal. So, und da vorne ist dann auch das Ende, also kein Ding. Und zack. Yeah, 500 Florin, alles klar. Memento Mori, 100%.
Okay, wo ist denn jetzt die nächste Mission? Also wir machen wahrscheinlich immer so eine Mission pro Folge und so. Ist ja jetzt dieser Francesco Colonna? Man weiß es nicht. Naja, da können wir auch hin gehen bzw. rennen und so. Diesmal habe ich keinen Bock zu kämpfen. Also springen wir einfach hier ins Wasser rein und gehen dann. Ey, die werden immer lauter irgendwie, die vom Konzert. Spargen, egal. So, also gehen wir dann hier einfach weiter und klettern dann die Leiter hoch. Also kein Ding, wir sind schon vorbei und so. So, und wenn jetzt alle ankommen und mir eine Spieleinladung schicken, dann gibt's aber einen auf die Fresse. War toll, jetzt wird der was von mir, aber ich habe ja den Auditore-Umhang, der meine Bekanntheit permanent auf Null hält. Also alles kein Problem hier und so. So, hier vorne müsste dann auch. Jo. Ich sehe schon den Arzt, der in der Nähe von dieser Mission ist. Und da ist auch die Mission schon. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Oder auch nicht, weil Ezio keinen Bock hat. So. Ach, wir sollten in die Tür rein, okay. Mal gucken, was da so drin ist. Ach, da wohnt jemand. Da wahrscheinlich dieser Francesco Colonna. Buongiorno. Ist dies das Haus von Francesco Colonna? Was? Doch jetzt gehört es der Bank. Wir haben alles verloren. Auch Da Vincis Gemälde? Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Ich bin trotzdem an ihnen interessiert. Die drei Gemälde wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Grazie mille. Okay, also du kriegst ja drei an Francesco verkauft und dann einen an ihren Geliebten. Bon voyage! Leonardos Gemälde beschaffen, bevor der Händler damit in See sticht. Nicht von den Jüngern in Rom entdeckt werden, okay. Soll wahrscheinlich heißen, dass da Jünger in Rom sind, diese Hermetiker. Den Kunsthändler an den Docks finden. Okay, die Hermetiker werden ja, glaube ich, auch nicht auf der Karte angezeigt, also muss man doppelt... Nee, doch, werden sie, okay. Muss man doppelt aufpassen. Naja, zum Glück gibt es ja wieder diese Dächer hier. Von den Borgia-Wachen können wir, beziehungsweise dürfen wir entdeckt werden. Oder sind diese Hermetiker auch auf den Dächern warten? Ich glaube nicht. Also, das wäre irgendwie krank. Wow, ey, warum? Ich habe gedacht, der hält sich doch fest, aber nein. Da, geil, zweimal Gesundheit verwenden, ey. Dann muss ich halt alles manuell machen, ey, Mann. Ich hab gedacht, ich drück mal nicht diese Festhalten-Taste, weil Ezio das automatisch macht. Naja. Okay, welche Docks sind denn überhaupt gemeint? Beim Vatikan irgendwo? Ah, da, okay. Da sind auch viele rote Punkte gerade gewesen, also... Wahrscheinlich sind da diese Hermetiker. Oh. Und unter uns sind auch welche, aber die haben uns nicht entdeckt. Okay. Hab ich. Au. Oh fuck, da sind die Hermetiker. Ups, jetzt. Oh man, jetzt hab ich die wieder aus Versehen. Entdeckt. Ja, okay, die Mordwachen können uns ja sowieso nicht entdecken. Ich würde die zwar jetzt töten, um ein bisschen Medizin dazu zu bekommen, aber... Nö. So, okay, hier irgendwo muss dieser Händler sein. Da ist er doch. Ezio Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Oh, der Player. Aber wir müssen Schluss machen. Also, bis zur nächsten Folge. Bam.